Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Plenum TV hier bei RFO. So kurz vor der Sommerpause werden hier im Bayerischen Landtag noch mal jede Menge Themen aufs Gleis geschoben. Unter anderem das Thema Informationsfreiheit. Wir Bürger sollen mündig sein und wir sollen auch politisch interessiert bleiben. Und als Wähler sollen wir uns auch noch ein Bild von der Arbeit der Mandatsträger machen. Dazu müssen wir uns informieren und wir müssen auch Auskunft erhalten von den Gremien und den Behörden. Dafür soll jetzt ein sogenanntes Transparenzgesetz sorgen. 11 Bundesländer haben so etwas schon. Was spricht dagegen, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr Einsicht in die Verwaltungsvorgänge haben, eben wie was wo abläuft? Ja, also da bin ich ganz eindeutig dafür. Transparenz ist immer gut und wer es nicht haben möchte, also überfordern tut man damit niemanden, der soll es halt eben dann nicht in Anspruch nehmen. Wir sind gegen dieses Gesetz. Wir denken, dass die Datensicherheit ist bei uns in Bayern ein hohes Gut und wer was wissen möchte über seine eigenen Akten, hat jederzeit den Zugang zu diesen Akten und das ist aktuell ausreichend. Wir brauchen nicht mehr Bürokratie, sondern weniger Bürokratie. Das Transparenzgesetz wurde im Plenum mit CSU-Mehrheit abgelehnt. Unser nächstes Thema betrifft das Dilemma der freiwilligen Feuerwehren. Die haben nämlich Nachwuchssorgen. Als coole Sache allerdings haben sich die sogenannten Kinderfeuerwehren erwiesen. Jetzt soll das Mindestalter von 12 auf 10 abgesenkt werden, so wie es schon in vielen anderen Ländern der Fall ist. Also es ist so, dass wohl in den Feuerwehren selbst es zum Teil Bedenken gibt, dass sie sagen, die Kinder mit 10 sind einfach noch nicht genauso körperlich fit wie mit 12. Und das ist ganz wichtig. Also natürlich können wir da nicht über die Köpfe hinweg entscheiden, sondern es müssen dann eben mit die Feuerwehrler mit am Tisch sitzen und sagen, was sagen sie dazu? Dass jetzt diskutiert wird, dass das Eintrittsalter für die Jugendfeuerwehren von 12 auf 10 Jahren zu reduzieren, müssen wir diskutieren. Ich glaube, dass das Annähern der Jugend an die Feuerwehr sehr wichtig ist. Ob das im Feuerwehrgesetz geregelt werden muss, muss diskutiert werden. Ich glaube, dass auch im Feuerwehrverein viel gemacht werden kann zur Heranführung der Jugend zur Feuerwehr. Und ich denke, da wird sie sicher einen Kompromiss finden, der für die Feuerwehren und auch für die Kinder und für die Jugendlichen ein guter Weg sein kann. Ich denke, die Feuerwehr in Bayern ist sehr gut auf dem Weg. Die Staatsregierung unterstützt jede Unterstützung Jugend und Feuerwehren. Und deswegen glaube ich, dass da einen Weg geben wird, der beides zusammenbringt. Und das war schon wieder von Plenum TV hier bei RFO, liebe Zuschauer. Am Ende dieser Woche ist dann mein Kollege Maximilian von Rosseck für Sie da in Plenum TV, das Magazin. Machen Sie es gut. Servus.